Willkommen in der Wacker Neuson Produktwelt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie unsere Produkte richtig bedienen. Aber zunächst das Wichtigste. Tragen Sie zu jeder Zeit die für diese Maschine verpflichtende persönliche Schutzausrüstung. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Der Helm schützt vor herunterfallenden Gegenständen auf der Baustelle. Geeignete Schutzhandschuhe beugen Verletzungen an den Händen vor. Sicherheitsschuhe mit integrierten Stahlkappen schützen Ihre Füße. Mit der Schutzbrille schützen Sie Ihre Augen vor herumfliegenden Teilchen. Der Gehörschutz schützt Ihre Ohren und Ihr Trommelfell. Den Batterietrennschalter finden Sie immer in Motornähe. Um die Maschine betriebsbereit zu machen, drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn. Stellen Sie Ihre Spiegel so ein, dass Sie stets die Übersicht behalten, und richten Sie dann Ihren Arbeitsplatz ein. Verwenden Sie die Maschine nicht, bevor der Sicherheitsgurt ordnungsgemäß angelegt ist. Zum Motorstart drehen Sie den Zündschlüssel. Klappen Sie erst dann den Steuerhebelträger mit dem roten Handgriff nach unten, um die Maschine betriebsbereit zu machen. Das Fahrpedal befindet sich rechts. Links daneben finden Sie die Bremse. Zum Sperren der Pendelachse treten Sie das Bremspedal bis zum Einrasten ganz durch. Dies ist nur im Arbeitsmodus sinnvoll. Zum Lösen der Arretierung betätigen Sie den kleinen Hebel links vom Bremspedal. Wird der Hebel vor der Bedienung des Bremspedals betätigt, ist die Arretierung außer Kraft gesetzt und die Pendelachse wird beim Durchtreten nicht gesperrt. Die Entriegelung muss für die Straßenfahrt deaktiviert werden. Das machen Sie mit einem leichten Schwenken Ihres Fußes nach links. Um wieder in die Arbeitsmodusposition zu gelangen, tippen Sie auf den unteren Teil des Verriegelungsmechanismus. So ist die Arretierungsfunktion wieder aktiviert. Die Pendelachse kann beim Fahren im Arbeitsmodus auch über den grünen Sicherheitskippschalter in der Mitte vor dem Lenkrad gesperrt und gelöst werden. Bei ungesperrter Pendelachse passt sich die Maschine Unebenheiten besonders gut an. Für höhere Standsicherheit bei Hebearbeiten sperren Sie die Pendelachse über das Fußpedal oder den Taster. Den optionalen Verstellausleger können Sie mit dem linken Fußpedal bedienen. Nun zu den Funktionen des rechten Joysticks. Mit der Vor-Zurück-Bewegung können Sie den Hubarm des Baggers zu Ihnen oder nach vorne bewegen. Wenn Sie den Joystick nach links oder rechts bewegen, bedienen Sie den Löffel. Wählen Sie am Joystick mit dem linken Knopf die Bedienung der Schwenkkonsole aus. Mit der Wippe am Joystick schwenken Sie diese anschließend nach links oder rechts. Hier können Sie ebenso die Zusatzhydraulik AUX 1 wählen und über die Wippe nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Mit dem rechten Knopf am Joystick bedienen Sie den Tempomaten. Zum Aktivieren bei gewünschter Geschwindigkeit den Knopf drücken. Über die Wippe kann die Geschwindigkeit während der Fahrt ebenfalls angepasst werden. Der Kippschalter auf der Rückseite des Joysticks schaltet zwischen Vorwärtsgang, Neutral und Rückwärtsgang. Zum linken Joystick. Mit einer Bewegung nach vorne oder hinten bedienen Sie den Löffelstiel. Nach rechts oder links dreht sich die Kabine in die jeweilige Richtung. Auf dem linken Knopf können Sie zwischen den Zusatzhydraulikanschlüssen AUX 1 des dritten Steuerkreises und AUX 3 des Power Tilts umschalten. Die gewünschte Funktion bedienen Sie anschließend über die Wippe am Joystick. Mit dem rechten Knopf am linken Joystick können Sie zwischen Handgas und Leerlaufdrehzahl umschalten. Mit dem Knopf auf der Rückseite des Joysticks können Sie einen aufgebauten Hammer betreiben. Ein aufgebauter Greifer kann über die beiden Wippen auf den Joysticks links und rechts bedient werden. Mit dem blauen Schalter am linken Steuerhebelträger schalten Sie zwischen Straßen- und Arbeitsmodus um. Mit dem kleinen Hebel auf der rechten Seite des Fahrersitzes können Sie das Planierschild nach oben oder unten bewegen. Achten Sie darauf, zur Stabilisierung der Maschine nur mit gesenktem Planierschild zu arbeiten und dieses vor dem Versetzen der Maschine anzuheben.
Sollte die Maschine mit Pratzen ausgestattet sein, können Sie diese über die verbauten grünen Tasten aktivieren. Mit der Taste F1 können Sie die Betriebszustände der Maschine anzeigen. Mit der Taste F2 wechseln Sie zwischen dem Eco- und dem Power-Modus. Die Taste F3 schaltet die Drehzahlautomatik ein oder aus. Hinweis: Die Motordrehzahl kann mit der Drehung des Knopfs eingestellt werden. Wenn er versehentlich gedrückt wurde, drücken Sie erneut, um wieder in die Drehzahleinstellung zurückzukehren. Um den Löffel abzubauen, rollen Sie diesen zunächst etwas ein und entriegeln ihn anschließend über den roten Sicherungsschalter und den roten Taster rechts daneben. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Sicherheitsbolzen im Anbaugerät einrasten und nicht darüber ausfahren, um ein unkontrolliertes Herunterfallen zu verhindern. Zur Aufnahme eines Werkzeugs haken Sie dieses in die Vorrichtung ein und verriegeln Sie es entweder manuell über den Steckschlüssel oder bei aufgebauter hydraulischer Vorrichtung über den Sicherungsschalter vor der linken Armlehne. Für die Straßenfahrt heben Sie den Hubarm maximal auf Anschlag nach oben. Bringen Sie als nächstes den Verstellausleger und den Löffelstiel in die aufgezeigte Position, sodass die Markierungslinien in einer horizontalen Position sind, um die vorgeschriebene Übersichtlichkeit und Abmaße einzuhalten. Hilfestellung dazu geben die Striche und Dreiecke am Ausleger. Stellen Sie sicher, dass die Kabine über den Mittelbolzen fixiert wurde. Mit der Umschaltung in den Straßenmodus deaktivieren sich die Funktionen der Arbeitshydraulik. Bei Nacht- und Nebelfahrten beachten Sie die Beleuchtung des Auslegers, deaktivieren die Arbeitsscheinwerfer und berücksichtigen zusätzliche lokale Vorschriften. In der Bedienungsanleitung finden Sie detaillierte Informationen dazu. Haben Sie Fragen zur Inbetriebnahme oder zum Gerät? Sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an. Er hilft Ihnen gerne weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.wackerneuson.com.